Willkommen zurück zu Timespinner. Ich stehe hier schon so lange, dass sich der Babydrache da einfach mal hingesetzt hat. So, wir wollen jetzt irgendwelche Alchemie-Werkzeuge finden, damit wir Zeug basteln können. Und was? Wenn ich 1000 Jahre in der Vergangenheit bin und auf Lucky und Fisch stecke, dann gibt es hier keinen Zeitspinner. Er existiert nur 1000 Jahre in der Zukunft. Ohne das richtige Gestell kann ich mit dem Rad und der Spindel nicht viel anfangen. Mir bleibt nichts übrig, als mich umzusehen. Ja, das ist dann wohl wahr. Grünwald. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich lang. Ich wollte noch mal gucken, was hier noch so ist. Ach, guck mal. Kisten. Goldhalskette. Schmuckkästchen. Ein tragbares Schmuckkästchen mit L2, R2 kannst du zwischen 3 Sets ausgerüsteter Kugeln hin und her wechseln. Da, jetzt haben wir unsere Profile, die wir quasi machen können. Da können wir halt, ne, nicht nur die Orbs halt hin und her wechseln, sondern halt auch das andere angelegte Zeug. Was schon sehr cool ist, muss man wirklich sagen. So, ja. Dann, schauen wir doch mal, wir machen hier einmal einen mit Feuerkugeln erstmal. So, hier. Mal wegen dem Aura-Stoß. Und auf 3 machen wir die blauen Kugeln. Ja. Auch den Aura-Stoß. So, das heißt, ich kann jetzt hier einfach ebenso. Warte, welche Taste war das? Die? Die war das, okay. Einfach so hin und her wechseln, wie ich halt lustig bin. Einfach Knopfdruck. Ja, schon angenehm. Klinge und Feuer ist, denke ich mal, erstmal nicht verkehrt. Und egal, was wir haben immer diese Klingen um unsere Orbs drumherum. Was schon angenehm ist. Dann ein süßer Vogel. Flatter, 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 plumps. Er versucht zu fliegen, kriegt es dann doch nicht hin. So. Noch so ein Piepmatz. Jo. Komm doch mal runter. Ah, ich wollte schon sagen, wollte jetzt gar nicht mehr runterkommen, aber hier hinten irgendein zerstörtes Kathedralengebäude oder sowas. Flups. Da hat der Vogel Puff gemacht. Ein Trank. Ui, komm mal. Der landet halt auch wirklich da, wo ich stehe, ne? So, Trank. Der 75 Lebenspunkte wieder. Also gar nicht mal so wenig. So. Schumme. Funktioniert so wie diese anderen Krankenviecher. Oh ja, oh, ich erinnere mich. Ein scheiß vergiftet Status. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der anhält. Ob der überhaupt weggeht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es unangenehm. Vergiftet will man nicht sein in dem Spiel. Einmal einen Trank nehmen wir. Weil ich so eklig vergiftet bin. Es kann sein, dass es tatsächlich nicht wieder weggeht. Also außer halt, ich komme halt hier zum Speicherpunkt und so. Ich kann nicht so irgendwas casten. So. Ja, da muss ich jetzt definitiv halt erstmal gucken, wie ich mich wieder halbwegs auf Vordermann kriege hier. So, wir gehen, glaube ich, jetzt erstmal zurück, weil ich habe jetzt eh vergeigt. Ich brauche nämlich hier eigentlich meine Zeitkräfte. So, jetzt sollten wir es hinkriegen gleich. Jawohl. Hat er sich einfach nochmal dahin gepflanzt. Zack. Ja, hier nicht. Aber hier. Am Gegner hochklettern, damit ich hier rüberkomme. Weil hat ja jemand zerstört. Ich weiß nicht. Juhu, hallo Vogel. So, und es gibt eine Schwörkeule. Oh. Mein Giftzustand ist endlich weg. Das ist ja schön. Ich erinnere mich, dass ich euch brauche, die Ernteratte. Ernteratte, nicht Ernter.
Denn von denen brauche ich irgendwelche Kräuter. Und wir kriegen Maximum Leben. Yeah. Jo. Die sind so süß, oder? Die sind schon ziemlich putzig. Generell viele Kreaturen hier sind schon putzig. Wenn es keine Kreaturen aus der Gegenwart sind. Früher sah alles einfach verniedlich aus. So sieht's aus. Hallo? Hallo? Ah. Noch so ein Ding, aber es droppt kein Zeug, das ist wirklich schade. So, hier geht's woanders hin. Der See der Stille. Eine Mistfliege. Sie nämlich so nicht so einfach kaputt, glaube ich. Ach doch, Stachelanemone geht kaputt. Man weiß ich gar nicht, warum ich hier die Zeit angehalten habe. Oder warum ich das so im Kopf hatte, dass ich das hier nicht so machen kann. Ist die Musik gut oder ist sie gut? Ich weiß gar nicht, was du mit der Musik hast. Das ist ja auch nicht. Es gibt ja auch noch im Unterbereich halt noch Zeug, was wir aufsuchen können. Aber das machen wir noch nicht jetzt. Und stattdessen haben wir hier eine Bosstür. Ein Vogel. Danke, Fremde. Früher in Villette war es nie so schwierig, Essen zu finden. Kommst du aus dem Lager? Ja, Lakimi-Soldaten haben mich angegriffen und eine Liste hat mich aufgenommen. Gehörst du zu ihnen? Ja, ich bin Selkis. So nice. Narissa macht sich Sorgen um dich. Dann sollte ich lieber zurückgehen. Danke noch. Komm doch mal vorbei, wenn du wieder zu Besuch bist. Okay. So. Guten Tag. Hüpfen Sie mal nicht so viel rum. Klumpsvogel. Ja, hier können wir auch gleich runter. Hier ist aber immer ein Speierpunkt. Oh, Speierpunkte, ich mag Speierpunkte, weißt du warum? Da kann man speichern. Ich kann hier noch gar nicht sinken. Ich weiß gerade nicht warum. Kriegen wir aber auch hin. So, komm her. Nein, hier. Nein, wir haben es. Okay, so. Ha, ein Trank. Und, guck mal, da sind Racken, die können wir verbrennen. Und rat mal was. Das hat Auswirkungen auf die Gegenwart und Zukunft und überhaupt. Nein, aber auf die Gegenwart auf jeden Fall. Deswegen, wenn du Ranken siehst, dann brauchst du das Feuer für, damit du es verbrennen kannst. Weil hat Auswirkungen. Bevor es halt dann in so ein festes, durchwuchertes Rankenwerk halt ausartet, wo man dann halt nicht durchkommt. Ja. Ist voll raffiniert. 1000 Jahre, aber trotzdem reichen, dass diese Ranken nicht nachwachsen. Schön. Hallo Vogel. Du bremst oder machst das Brennen. Das ist nett. Kamehameha. Bam. Da war der Vogel weg. Und wir kriegen eine Chauffeurfeder. Oh, die braucht man auch für irgendwas später. Wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich häufig. Ja, ist ja gut. Tipp, erst zurückspinnen, wenn er auch runtergeht.
Klingt klingonisch, ist aber so. Die Musik einfach. Ist toll. So, hier auch wieder, ne? Ranken. Weg damit. Braucht doch keiner. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Eine Fliege? Ja, eine Fliege. Blub. Oh, hat auch was fallen lassen. Dicke Made. Lecker. Dicke Made ist immerhin ein guter Eiweißlieferant, oder? Nom nom nom. Ich weiß nicht. Bin skeptisch. Da machst du toll, kleiner Babydrache. Machst du ganz toll. Ja, Mayev. Würdest du das Ding bitte auch töten? Einmal mit Profis. Away. So. Noch so ein Ding. Weg. Danke. Juhu. Eine Schmeißfliege. Schmeißfliege tot. Das ist ja gut. Tipp, lass sie nicht von jenen Gegnern treffen. Ein Tipp, den ich selbst nicht beherzigen kann. Aber es ist so. Na, ernst gemeint. Oh, Speicherpunkt und Alchemie-Werkzeug. Das ist doch schön. Können wir dann direkt zurückgeben. Haben aber hier noch ein Bossfight. Mit großen Vogel. Richtig. Aua. Wow. Aua. Ich weiß gar nicht, was der alles aushält hier. Da dürfte auch nicht so viel sein. Ja, hier auf den klebrigen Zeug kann ich natürlich nicht so schnell zurückspenden. Bisschen unschön. Und er macht das so schnell hier. Aber, habe ich noch ein nützliches? Ein Trank. Ist ja schon mal nicht verkehrt. Keks. Hebt mir noch auf. Das kann ich verwerten. Mist. Aber. Aber ist okay, Mann. Ja, schon. So. Und weiter. Komisch, wie ist es komisch? Ich kann natürlich wieder nicht ran. Irgendwas ist ja immer, ne? Kotzt doch nicht immer hier hin. Aber Tipp, nicht in den Gegner laufen. Okay, wir... Es ist soweit. Wir nutzen einen Keks. Besser als nichts. Okay. Und das war's. Puh. Das war fast schwer. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. So, erstmal speichern. Haben wir verdient. Immerhin sind Kekse dafür draufgegangen. So, auch hier. Ne, Ranken verbrennen, weil das ist, glaube ich, die eine Stelle auf jeden Fall, die wir gesehen haben in der Gegenwart. Kriegen wir einen Warpsplitter. Nehmen wir das hier irgendwo? Da. Ein zerbrechlicher leuchtender Kristall. Verwende ihn, um dich zum letzten Tor zu teleportieren. Zu den Toren kommen wir halt auch nicht zu, ne? Habe ich aber, glaube ich, nie gebraucht hier. Doppelpyramidenschlüssel. Zwei goldene Keramikpyramiden ermöglichen es, zu zuvor besuchten Toren zu reisen. Wer bist du? Was ist das? Schau mal, mein Lieber. Wir haben einen Gast.
Gast ist nicht der richtige Ausdruck. Du bist nicht von hier, oder? Oder aus dieser Zeit. Und sie hat auch ein kleines Haustier. Du meine Güte. Ein Traumdrache? Du musst ja sehr leidenschaftlich sein. Ich kann ihren Zorn spüren. Er erfüllt mich. Vielleicht findest du ja an uns Gefallen, meine Gute. Du könntest uns beide haben. Ich weiß, dass du es willst. Wir könnten dir Macht verschaffen. Die Macht, nach der du strebst, um dich zu rächen. Nein. Wie bitte? Ach, das war der Drache. Oh. Das Haustier spricht. Ha. Wenn auch nicht viel, wie niedlich. Mhm. Chaos, nein! Komm, so schlimm sind wir nicht. Wir nähren uns an Drama. Und davon gab es auf dieser Welt jede Menge, nicht wahr? Ja, unsere gute Elana. Ohne sie wären wir nicht hier. Ihre Wut und ihr Hass, Und jetzt helfen wir ihr, ihren kleinen Krieg gegen Villette zu gewinnen. Ihr helft den Lakimi? Natürlich. Wir haben den Schlund erschaffen, der das Portal zwischen den Welten bewacht. Die Veletier waren so gemein zum armen Lakim. Königin Elana ist sehr aufgebracht. Gefahr! Hahaha, wie niedlich. Du bist wirklich ehrgeizig. Viel Glück, Mädchen. Sag Bescheid, wenn dir der Sinn nach etwas Attraktiveren steht als dein kleinen Drachen. Du findest uns in der Burg. Wir lassen die Tür offen. Gehen wir, meine Liebe. Apropos, ne, es gibt tatsächlich eine Burg, die hätten wir jetzt schon sehen können, die wäre jetzt tatsächlich zugewiesen. Ja. Also, du kannst reden? Gerne. Hast du einen Namen? Mayev. Der Zugang reagiert auf die Pyramidenschlüssel. Das Brummen erinnert mich an den Zeitspinner. Gleich, das Gleiche. Das ist verrückt. Wir sind doch so weit von Venderia entfernt. Woher willst du das wissen? Träume. Lunais? Teile? Teile wovon? Teile vom Ganzen. Teile vom Zeitspinner. Das Rad und die Spindel? Würde das funktionieren? Dann könnte ich doch zurück. Nuvius. Der Kaiser. Ich kann ihn noch töten. Jo, und so sind wir wieder irgendwo hier. Weiß Bescheid. So, hier waren auch vorher Ranken, die haben wir jetzt zerstört und kriegen einen Essenzkristall. Also zum Herstellen von Zeug. Ist ja nicht verkehrt, ne? So, Speierpunkt. Hier haben wir quasi genau die gegenüberliegende Seite von dem, was wir in der Vergangenheit gerade hatten. Ich kann hier, ne, genau hin und her switchen. Da sieht man halt auch, das ist perfekt 100% überschneidend. Ist aber nicht so, dass du halt jetzt wirklich jeden Raum in der jeweiligen anderen Zeit halt nochmal hast. Ne? Aber wenn du Räume hast, die sich hier überschneiden, von der Position her, dann hast du die 1:1 in der jeweiligen Zeitlinie. Ja. Der hält auch schon weniger aus. Also wir sind schon kräftiger geworden. Jetzt würde ich aber gerne einmal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas haben, wo ich jetzt sage, so, da können wir vielleicht nochmal gucken. Ich glaube, da oben. Aua. Penner, Drecksack, Elendiger. Können wir hier mal gucken. Na, also hier in dieser Zeitlinie gibt es halt nicht sowas wie eine Brücke. Ist halt alles schon alt und hässlich und überhaupt. So, hier waren auch Ranken. Die haben wir auch zerstört. Gar nicht so lang her. Ja, das war ein Gegner. Der hat so komisch rot geleuchtet. Da dachte ich damals so, oh, ist das was zum Einsammeln? Und da hat es mich so komisch angegriffen. Da war ich ein bisschen verwirrt.
ich mehr davon. Ein Meteorfalke. So. Geh weg. Okay. Der ist an einer meiner Kugeln rein übrigens. Und was ist das? Eine zersplitterte Kugel. Lass Bruchstücke eines Mondes auf deine Gegner niederregnen. Ja, das klingt auch nicht verkehrt. Kugeln. Mach mal hier. Zersplitterte Kugel. Mach die auch mal hier in den Feuerdinges mit rein erstmal. So. Heißt, dann haben wir hier das. Mal gucken. Vielleicht ist das ja nützlich. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was das an Schaden jeweils macht. Aber es scheint erstmal ganz akzeptabel an Schaden zu machen. Nee. Gerade auf die Viecher. Ich glaube, bei denen war auch gerade, dass wir die Klingen nicht ganz so effektiv nutzen. Gott, willst du mich verarschen? Jetzt zeige ich es dir. Jetzt ist er zwar gerade respawned, aber egal. Geht das Prinzip. Okay. Der hat Spaß. So. Das war was Persönliches. Das muss ich gerade nochmal machen. Aua. Brauchen wir noch was Schönes? Da ist noch eine Kiste. Mit Minasperren. Die haben auch Ranken zerstört. Hier haben wir eine Kiste. Die war vorher von unten nicht erreichbar und kriegen einmal Max-Aura. Gut. Hätte jetzt gerade auch noch speichern können, aber nö. Stattdessen gehen wir hier unten nochmal lang. Jetzt, wo wir doch hier lang gehen können, machen wir das doch eben. Jo. Ist hier was zum Zerstören? Ja, natürlich. Kriegen wir einmal hier eine tolle Kiste mit einem Essenzkristall. Seid doch nicht nein. So. Hier gibt es noch Nachsperren und da oben komme ich nicht ran. Nein. Mach mir hierfür mal eine Markierung auf der Karte. Dass ich da halt nochmal wiederkomme. Ich kann auch mehrere Markierungen setzen. Das ist eigentlich ganz nützlich. So. Auch nur gut. Jetzt erstmal mache ich eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Timespinner auch schon wieder. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.